Und auch diesen Begriff sollten Sie sich in diesem Zusammenhang merken. Auch Kanzlerin Merkel hat ihn schon benutzt. Postfaktisch oder auf Englisch Post-Truth. Jetzt ist er internationales Wort des Jahres 2016. Entschieden hat das die britische Wörterbuchreihe Oxford Dictionaries. Das Wort beschreibt Umstände oder Ereignisse, bei denen objektive Fakten oder Tatsachen nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Die Redaktion der Oxford Dictionaries begründet ihre Entscheidung in einem kurzen Clip und den schauen wir uns jetzt mal an. Post-Truth. In Großbritannien war das Wort wegen der Brexit-Abstimmung in aller Munde, in den USA wegen der Präsidentschaftswahl. Beide Kampagnen sorgten dafür, dass die Nutzung des Begriffs in die Höhe schnellte. Er bedeutet, harte Fakten sind weniger wichtig für die öffentliche Meinungsbildung als Appelle an Gefühle und persönliche Überzeugungen. In Zukunft könnte der Begriff noch wichtiger werden, denn Post-Truth bezieht sich nicht nur auf bestimmte Behauptungen, sondern ist ein generelles Merkmal unserer Zeit. Benutzt wurde der Begriff 2016 nämlich vor allem im Zusammenhang mit einem Wort, Politik. Die Wahrheit, so beklagte sich etwa ein Kommentator in einer britischen Zeitung, einst die wichtigste Währung in politischen Debatten, ist inzwischen kaum noch etwas wert. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Alexander Sander. Er ist Geschäftsführer beim Verein Digitale Gesellschaft. Das heißt, Sie setzen sich ein für die Rechte von Bürgern und Verbrauchern im Netz. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Sander, viele Deutsche, die hören das Wort Post-Truth oder postfaktisch heute vielleicht zum ersten Mal. Ich habe mal überlegt, ein Beispiel könnte sein die 350 Millionen Pfund Lüge der Brexit-Befürworter. Während dieser Kampagne haben ja die EU-Gegner behauptet, Großbritannien überweise jede Woche 350 Millionen Pfund an die EU. Das war eine Lüge. Ist das ein Beispiel für postfaktische Politik? Das ist durchaus ein Beispiel. Es gibt da unzählige Beispiele. Zum Beispiel auch in der Flüchtlingskrise in Deutschland wurden auch immer wieder sehr merkwürdige Zahlen kommuniziert. Es wurde auch darüber berichtet, dass bestimmte Flüchtlinge besonders kriminell wären. Auch das hat sich oft als Lüge herausgestellt. Und auch jetzt nach der Wahl hat man zum Beispiel nach der US-Wahl feststellen können, dass bei Google News eine Nachricht sich sehr lange gehalten hat, dass Donald Trump auch die meisten Wählerstimmen hinter sich vereint hätte, wobei das eben Clinton war. Trump hat ja nur die meisten Wahlmänner hinter sich vereinen können. Also es gibt unzählige solcher Beispiele, wo eben solche vermeintlichen Nachrichten eben dann als Wahrheit angesehen werden. Vermeintliche Nachricht, manchmal wird bewusst gelogen, abgelenkt, verwässert. Es geht nicht mehr um die Fakten, es geht vielmehr um die Emotionen der Leute. Ist das gefährlich? Natürlich ist das gefährlich, insbesondere dann, wenn eben die Leute diese Nachrichten, diese vermeintlichen Nachrichten als Wahrheit empfinden und das dann dazu führt, dass zum Beispiel Wahlergebnisse aufgrund dieser Emotionen getroffen werden oder Wahlentscheidungen aufgrund dieser Emotionen getroffen werden. Und wenn dann eben sowas wie der Brexit oder eben auch eine US-Wahl durch solche Informationen beeinflusst wird, dann ist das natürlich durchaus problematisch, weil dann eben Entscheidungen entstehen, die ja ganze Bevölkerungen eben betreffen und nicht nur diese Personen, die diese Meinung glauben. Welche Rolle spielen dabei soziale Medien wie Facebook und Co.? Facebook, aber eben auch Google, Twitter sind Verstärker solcher Nachrichten. Also wenn man jetzt solche Nachrichten nur irgendwo auf irgendeiner Plattform veröffentlicht, würde jetzt per se erstmal nicht relativ wenig passieren. Aber wenn dann solche Informationen über soziale Netzwerke millionenfach geteilt werden, dann erkennt man daran auch, dass eben viele Leute das als Wahrheit begreifen und natürlich dann auch diese vermeintlichen Wahrheiten verbreiten. Was bedeutet denn postfaktische Politik für die klassischen Medien, für uns zum Beispiel als TV-Nachrichtensender? Wie kommt man irgendwie wieder zurück zu den Fakten? Es ist natürlich schwierig, weil oft handelt es sich dann auch um so Bubbles, Filterblasen, die gar nicht mehr eben auf normale Medien zurückgreifen. Das Stichwort Lügenpresse, die eben davon ausgehen, dass sich hier eben etablierte Medien auch ausschließlich mit Lügen auseinandersetzen und hier eben diese verfestigte Situation aufzubrechen, ist sehr, sehr schwierig. Wichtig ist, dass vor allen Dingen Medienkompetenz vermittelt wird. Also, dass Verbraucherinnen und Verbraucher relativ zügig erkennen, handelt es sich hier eben um eine wahre Nachricht oder nicht. Und dann eben auch dazu angehalten sind, diese zu überprüfen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil eben gerade dieser emotionale Charakter dieser Nachrichten und eben diese Filterblasen es kaum ermöglichen, da auch wirklich
herauszukommen. Aber man muss daran arbeiten und muss versuchen, eben die falschen Nachrichten zu widerlegen und eben mit Fakten zu argumentieren, auch wenn es eben schwierig ist und ein sehr, sehr langwieriger Prozess sein wird. Jede Menge Arbeit für uns Journalisten. Vielen Dank für das Gespräch, Alexander Sander. Sehr gerne.